Da ist er wieder, der traditionelle Schlachtruf zum Bad Hersfelder Lulusfest. Und wie es die gute alte Tradition verlangt, begann auch das LOLS 2009 mit dem Anzünden des Vierche. Und das tat kein Geringerer als Bürgermeister Hartmut Böhmer. Zur Unterstützung an seiner Seite Feuermeister Udo Rosbach. Sie trägt im Schild ein Kreuz und eine Löwenbild. In Kreuz und Leid hab Löwenmut. Und trau auf Gott, es wird wohl gut. Bruder LOLS. Pflicht für die eingefleischten Hersfelder ist natürlich auch der Festzug am LOLS-Montag. Mittendrin oder am Rande. Etwa 50 Schauwagen und Formationen von unterschiedlichen Vereinen, Firmen und Initiativen fanden Wohlgefallen bei den Lulus-Jüngern. Zusammen hatten alle vor allem eins, jede Menge Spaß. LOLS ist einfach Hersfeld und das gehört dazu. Das sind wir einfach. Das ist eben unser Heimatfest. Ne? Und ich wohne schon 50 Jahre nicht mehr hier, aber ich komme halt, wenn ich es möglich machen kann, immer hierher. Ne? Das älteste Volksfest Europas, vielleicht der Welt. Außerdem war ich schon 50 Mal da und da geht man immer wieder hin. Die ganze Stimmung in der ganzen Stadt, ganz Hersfeld ist am Feiern, alle Leute sind glücklich, strahlen, froh. Man hat viel mit seinen Freunden hier zu tun. Das ist schon cool. Das haben wir als Kinder selbst gemacht, das haben wir mit unseren Kindern gemacht. Eine tolle Geschichte. Ja, Standard hier. Das ist Tradition für echte Hersfelder. Osthessen TV. Sehen, was bewegt.